Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Unboxing hier auf Mac Tutorials. Heute mal kein Computerprodukt, sondern ein Blu-ray Player von LG. Und zwar handelt es sich um den BP420 von LG. Er ist 3D-fähig, er hat den LG Smart Hub, er hat DLAN, er kann natürlich Blu-ray lesen und er hat Full HD und man kann eine externe HDD-Festplatte per USB anschließen. Gut. Und was noch viel wichtiger ist, Stiftung Warentest hat ihn mit einer Note 2 bewertet. Gut, und Marius googelt da was im Hintergrund, dann lässt das jetzt mal ganz schnell bleiben. Gut. Er kostet übrigens 89 Euro. Was ich nicht alles weiß. So, dabei ist Batterien. Muss ich erstmal gucken, eine manuelle Anleitung, die man dann im Rechner als Textformat lesen kann. Klingt natürlich sehr spannend. Das ist auf jeden Fall dabei. Denke ich mal, professionell hier beiseite. Dann ist dabei ein Kabel des Grauens. Billiger geht's nicht. Das Kabel könnt ihr wirklich in den Müll hauen. Das braucht kein Mensch. Ganz ehrlich, wer das benutzt, ist dumm. Gut. Dann haben wir einmal die schicke Fernbedienung von der Marke. Wie auf der Player. Sieht so aus. Ist übrigens ganz gut. Der Player macht auch eine sehr, sehr gute Qualität. Es lässt sich sehr einfach bedienen und das Overlay ist auch beeindruckend. Denn gleicher Player ist bei mir bereits schon im Einsatz und der ist halt nicht für mich. Aber wir unboxen ihn ja nur. Gut, dann. Haben wir hier den Player. Der ist nicht besonders groß. Und man muss auch aufpassen, weil das ziemlich dünnes Plastik ist, was LG da verbaut. Ach, Plastik sage ich, Metallblech. So. Vorsichtig. Und das ist auch schon der Blu-ray Player. So sieht er aus. Sieht man nochmal die Funktion. Das fährt dann hier raus und also runter, während das Laufwerk rausschießt. Da wird er natürlich angeschaltet. Bla bla bla. Ich käme auf die Rückseite. So, wir haben auf der Rückseite nicht viele Anschlüsse. Und zwar haben wir einmal. Ich habe sogar alle Kabel da, ich bin so gut. Haben wir einmal ein optisches Ausgangskabel. Sieht so aus. Für den Ausgang über Coax. Oder optisch, was weiß ich. Dann haben wir. Ich bin auch schon wieder da. Von der Game Capture. Von dem Game Capture Unboxing, was wir gerade eben aufgenommen haben, habe ich noch alle Kabel da. Ein HDMI-Kabel. Ausgang, der kommt da rein. Das kommt dann natürlich im Fernseher. Oder wir haben noch im Angebot. Einen Moment. Was haben wir denn? Das sind lieber das Schrottkabel. Das ist natürlich dann für die Bobbys, die sich einen Blu-ray Player kaufen, weil es keinen DVD-Player mehr gibt und die halt noch so einen uralten Fernseher haben. So, wie man das anschließt, müsst ihr eigentlich jeder wissen, aber. Für die Legenden unter uns mache ich das nochmal. So. Und Video. Und dementsprechend die anderen Kabel natürlich in den Fernseher-Eingang. So. Und den letzten Anschluss brauchen diejenigen, die Bock haben, das Ding im Internet zu benutzen. Und zwar einfach nur ein Ethernet-Kabel. Habe ich auch da. Wer wundert es? Wer wundert es? Ich mich nicht. Hier. Wie beim Rechner, einfach klick und dementsprechend das Gegenstück natürlich in WLAN-Router oder eher gesagt in Router, in Verteiler, in Dose an der Wand, whatever, Hauptsache Internet ist drauf. Gut, das war's eigentlich schon zum Unboxing des LG Blu-ray Players. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Unboxing wieder oder beim nächsten Tutorial hier auf Mac Tutorials und ihr könnt jetzt auf den Abonnieren-Button drücken. Tschüss!